Sehr mysteriös, das Ganze. Und fahren jetzt rum. Dahin, zack. So, und die beiden werden doch hoffentlich dann selber ihren Weg finden. Wie sieht es bei den Schiffen aus? Da ist alles in Ordnung. Und bei den Flugzeugen, der ist veraltet. Na gut, der wird wahrscheinlich gleich fahren. So, die beiden Züge hier, wenn die dann mal ihren Weg finden. Oha. So, der kann doch jetzt aber eigentlich hier raus. Wo staut? Also, der steht immer noch hier hinten an. Der ist noch gar keinen Schritt weiter, oder ist das schon wieder ein anderer, Junge? Boah, das ist ja echt übel hier. Vielleicht sollen wir hier nochmal eine Zwischeninsel reinpacken oder wirklich nochmal ein zweites Gleis. Schreibt in die Kommentare, was ihr hier vorschlagt. Der Shinkansen, der bügelt hier einfach drüber und hier wird der Passagierverkehr durch Güter ausgebremst. Wir gucken mal nach den Zügen, nach dem Reichtum. Die haben letztes Jahr 13,5 Millionen. Also die Shinkansens, das sind so richtig die Cash-Cows, wie man hier so schön sagt. Da kommt auch ewig nichts mehr. Alles nur Shinkansens auf den ersten Rängen und dann kommt hier mal so einer. Der hier? Was ist denn das eigentlich für einer? Achso, das ist so ein langsamer. Hä? Was war denn das hier oben? Achso, was sah nur so aus. Und dann kommt der erste Güter. Das ist der hier. Respekt. So, wie sieht es bei den Fahrzeugen aus? Da sind wieder welche veraltet, aber die werden das doch hoffentlich jetzt mal schaffen. In den letzten Jahren, da gibt es ein Warenfahrzeug, der fast, also na gut, 2,5 Millionen, 2,7. Hier ist noch Waren, also die Warenfahrzeuge, die machen ja ordentlich Umsatz. Müsste man vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Dann kommt hier irgendwann mal ein Bus. Und das ist Wertsachen. So, wie sieht es bei den Schiffen aus? Oh, jetzt ist ja noch veraltet, aber der wird es wahrscheinlich schaffen. Gewinn im letzten Jahr, das ist tatsächlich auch das Schiff, was den meisten Gewinn im letzten Jahr macht. Fast 2 Millionen, gefolgt von dem, der auch fast 2 Millionen macht. Guck mal, wir haben ja dreimal die Strecke Kawashima, Yoba, Kobayashi und die machen alle fast 2 Millionen Umsatz im Jahr. Kobayashi, Kawashima, Kawashina, Kobayashi, Kawashima, ja genau. Krass. Und dann hier unten, ja, sind bei den Flugzeugen, ich denke mal 52 Millionen, 52 Millionen, 53 Millionen, hier gibt's so ein paar, die machen Verlust, das sind die hier. Die werden sich wahrscheinlich eh nie rentieren, aber es ist so ein bisschen, ja, ist halt so. Oh, jetzt macht unser DB-Zug hier Gewinn, ein bisschen. Wie sieht es hier oben aus? Hier warten nicht viele Passagiere. Wir fangen sie auch schon so ein bisschen an, die Häuser hinzubauen. Reiße ich jetzt das hier auch noch weg, dass die hier noch mit rüber können? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie Probleme bekommt, wenn die dann hier alles hier einbauen. Den ganzen Wald und so. Oh, jetzt ist hier mal leer. Uiuiui. Der Warentransport ist gestoppt. Was sind das mit Waren? Die hier? Oh, hier ist leer. Hier sind die Waren leer. Was ist denn hier los? Das ist ja gar nicht gut. Das ist ja überhaupt nicht gut. Eieiei. Eieieiei. Das ist nicht gut, was da passiert. So ist der Stau jetzt hier mal aufgelöst. Ja, so ein bisschen. Das Problem... Achso, die können bis hier vorfahren. Ich dachte schon hier, dass die hier immer...
Gut, da warten immer so zwei Züge auf der Insel. Es reicht ja, wenn hier vorne die Lok auf dem Festland steht. Tja, aber hier müsste man was im Hinblick auf Effizienz was machen. Und wenn das so aussieht, dass man einfach bloß hier mal so stückweise noch ein zweites Gleis reinzieht, das muss ja nicht durchgängig sein, aber auch mal hier so stückweise, gerade in diesem langen Abschnitt, dass wenigstens zwei Züge parallel fahren können. Also im Prinzip probieren wir es einfach mal aus hier. Was ich meine, ist das hier. Jetzt fährt der Zug dort gerade vor. Guck mal, der hat doch theoretisch die gleiche Geschwindigkeit. Achso, warte mal. Nicht, dass die dann hier hinten crashen. Dann muss der mal kurz anhalten hier. Fährt er durch? Ja, so ist kann der fahren. Dann könnte man hier hinten das hier reintüdeln. Und der ist hoffentlich so intelligent und fährt dort oben rum. Genau. Hat sich verirrt? Nee, hast du dich nicht? So. So, dann kann der durchfahren. Und dann kann hier der nächste schon mal nachrücken. Achso, der fährt oben rum. Oh, das war natürlich auch dumm. Dumm von dir, dass du so schön jetzt unten lang fahren können. Ich glaube, das müssen wir mal mit Fahrtsignalen regeln. Oder hier mit, das wäre vielleicht was für vielleicht liegt es auch daran, dass hier zwei Signale stehen. Das wäre vielleicht was für diese Vorsignal Sachen. Muss ja nicht immer ein Vorsignal. So, der fährt jetzt unten rum. Das war jetzt auch eher dumm. Es gibt doch diese Möglichkeit, da das so zu sortieren, dass die immer da lang fahren, wo leer ist, und ansonsten hier vorne warten. Wie war das? Zeigt grün in dem folgenden Block mindestens einer. Also würde ich das einfach jetzt mal herstellen. Und das Ausfahrsignal muss dann das hier sein, hm? Jetzt zeigt das rot an, weil alle beide belegt sind. Jetzt müsste eigentlich das... Jetzt fährt der oben rum. Und der hintere Zug müsste eigentlich jetzt unten rumfahren. Oben rum, das obere Gleis nehmen. Und das macht er auch. Wir müssen natürlich jetzt hier mal so ein bisschen das hier und nochmal ein bisschen sichern. So, wir werden das jetzt hier unten auch gleich mal noch so machen. Dass wenigstens dieser lange Brückenabschnitt, der schon wirklich doppelt so lang ist wie die anderen gefühlt, noch so ein bisschen effizienter wird wenigstens. Während die Shinkansen hier einfach schön ungebremst drüber fahren. So, du musst da mal kurz warten. Also ich zeig das dann gleich nochmal, wie ich es gebaut habe. Man könnte natürlich auch ein Fahrtsignal hinstellen, aber es ist auch immer interessant, wenn man dann die anderen Möglichkeiten auch mal kennt, die hier möglich sind. Das heißt, wir brauchen einmal hier das Einfahrsignal, zack, eine Richtung, und dann zweimal das Ausfahrsignal. Jetzt ist es halt rot, also grün, weil jetzt alle Abschnitte belegt sind und ich halte das nicht. Kombinationssignal ist dann, glaube ich, ein Ein- und ein Ausfahrsignal in einem. So, jetzt, das wird rot. Aber hier oben der Fahrt noch
grün ist, ist es grün und so wird dann halt der Zug dann geleitet. Und so wird das Ganze dann hoffentlich ein bisschen effizienter, wenigstens an der Stelle. So, der kann jetzt oben reinfahren und der kann jetzt halt direkt folgen. Und wenn der hier oben raus ist, kann der im Prinzip ungebremst hier das freie Gleis nehmen. Dadurch wird sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob dadurch die Strecke sozusagen die doppelte Dings hat, aber ich denke mal, dann staut sich das hier hinten wenigstens nicht so sehr. So, jetzt ist hier alles rot, das heißt, der muss jetzt warten. Also jetzt kann der oben reinfahren. Und der kann einfach gefolgt unten reinfahren. Gut, müssen natürlich hier warten, aber es ist ja nicht so schlimm. Weil wenn der jetzt hier raus ist, kann der fahren. Der kann dann eigentlich auch hier vorne warten und dann kann hier unten schon der nächste rumfahren. Ja, ich denke mal, das ist so in Ordnung erstmal für den Anfang. Sieht es eigentlich hier unten an der Brücke aus? Ne, das geht. Hier ist kein Stau. Jo. Haben wir einiges geschafft hier. Wunderbar. Achso, warte mal. Wo war das jetzt? Hier. Der Zug macht jetzt doch Gewinn. Und die haben halt hier noch die Möglichkeit, hier so ein bisschen die Städte zu verbinden. Das ist ja sonst eigentlich auch so direkt wahrscheinlich nicht möglich. Bahnhof ist viel los. Wo ist denn der Zug gerade? Hier unten unterwegs. Ah, jetzt kommt der oben raus. Gucken wir mal, wie jetzt hier DB in Japan unterwegs ist. Ah, schön. Ja. Ach komm, wir beenden das einfach mal von der U-Bahn. Dann sage ich hier aus Yamazaki-Tal. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr könnt noch einen Zeppelin. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bleibt friedlich, auf Wiedersehen und tschüss.